Eine kompetenzorientierte Studiengangsgestaltung setzt einen modularen Aufbau mit klar beschriebenen Lernergebnissen voraus. Das erleichtert Anerkennungs- und Anrechnungsprozesse erheblich. Aber was soll das eigentlich heißen? Kompetenzorientierung. Kompetenzorientierung beschreibt einen Perspektivenwechsel, der den Erwerb von Kompetenzen im Umgang mit inhaltlichen Problemstellungen in einem Fach in den Mittelpunkt von Lehre und Studium stellt. Im Kern geht es darum, dass Studierende fachwissenschaftliche Fähigkeiten, aber auch Haltungen und Werte sowie überfachliche Schlüsselkompetenzen entwickeln. Denn Fachwissen ist zwar die Grundlage für hochschulische Leistungen, aber daraus allein erfolgt noch nicht die Fähigkeit, Probleme selbstständig lösen zu können. Ein akademisches Studium soll aber zu komplexen wissenschaftlichen Handlungen befähigen und zur Entwicklung einer eigenständigen Persönlichkeit beitragen. Zunächst müssen die Ziele des Studiums festgelegt werden. Daraus ergibt sich, welche Kompetenzen notwendig sind, um diese Ziele zu erreichen. Die Kompetenzen werden im Laufe des Studiums in Modulen erworben. Die zentrale Frage ist also, welche Kompetenzen nötig sind, um bestimmte Problemstellungen lösen zu können. Am Ende jeden Moduls, egal ob Vorlesung, Übung oder Seminar, sollten Lernergebnisse stehen, die Aufschluss über die erworbenen Kompetenzen geben. Die Lernergebnisse beschreiben also, was die Studierenden nun wissen, verstehen oder tun können sollten. Dabei sollten Referenzsysteme wie Qualifikationsrahmen und Lernzieltaxonomien verwendet werden. Bei Fragen hierzu kann die hochschuldidaktische Einrichtung weiterhelfen. Lernergebnisse sind ein entscheidender Faktor bei der Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen und auch für die Anrechnung außerhochschulisch erworbener Kompetenzen. Denn bei der Anerkennung und Anrechnung muss sichergestellt werden, dass die Kompetenzziele des Studiengangs erreicht werden. Die Formulierung von Lernzielen für die einzelnen Module erleichtert diese Prüfung. Das fördert nicht nur die studentische Mobilität und die Durchlässigkeit zwischen den Bildungsbereichen, sondern sichert auch die Qualität der Lehre.